Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, Ladetätigkeiten. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, NextTorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Rear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folio. Wir sind im nächsten Teil unserer Rifle-Shooting-Serie angekommen. Heute geht es um Ladetätigkeiten. Nachladen, fertigladen, Magazinwechsel. Magazinwechsel. Entladen. Entladen. Genau. Das sind so die Dinger, die man beherrschen sollte, könnte, müsste. Und die gehen wir jetzt einmal durch. Rosi, dein Wort. Um das nochmal komplett in den Kontext zu bringen, wir reden hier von Waffenhandhabung. Waffenhandhabung, fertigladen, entladen. Mhm. Nachladen, Magazinwechsel und dann Störung 1, 2, 3, 4. Wir machen das in zwei Häppchen. Wie gesagt, jetzt so Ladetätigkeiten, ja. Nachladen und Magazinwechsel. Okay. Gut, zum Fertigladen der Waffe gibt es verschiedene Arten. Wir machen jetzt hier heute nur eine Version. Ich werde dann was anderes erzählen, aber ihr macht nur diese eine Version. Das werden wir ein bisschen üben, dann machen wir ein paar Schüsschen und dann arbeiten wir uns so vor. Und die Hauptkonzentration ist auf das Nachladen. Wenn ich jetzt den militärischen oder dienstlichen Background nehme, dann versuchen wir natürlich niemals eine Waffe komplett leer zu schießen, sondern wir versuchen einen Magazinwechsel durchzuführen, bevor es soweit ist. Das Nachladen ist eigentlich schon ein Immediate Action Drill, eine sofortige Reaktion. Genau wie die Störung 1. Kommen wir später nochmal zu. Gut. Frage. Ja. Was hältst du von Magazinmanagement, wenn du dann nachlädst? Das heißt ganz wichtig. Ich bin jetzt nicht voll ausgestattet. Das ist eher so die sportliche Version. Normalerweise mein Plattenträger. Dann gliedere ich meine Ausrüstung immer in die Magazintaschen. Die Magazintasche 1, egal wie jetzt meine Konfiguration ist, ob ich einen Plattenträger oder eine Kampfmittelweste nehme, ist das Magazin, die Magazintasche, wo ich am leichtesten rankomme. Ne, wenn ich jetzt reingreife, dann ist das jetzt hier, wenn das mein leichtester Griff ist, die 1. Mhm. Zweitleichtester Zugriff ist dann die 2. Und so setze ich das dann fort. Also Magazintasche 1, 2, 3, 4. Immer wenn ich Zeit habe, organisierst du wieder zurück? Ne, einmal das. Wenn ich jetzt ganz normal Admin fertig lade, nehme ich das Magazin aus dem Dump Pouch zum Beispiel. Oder aus der 4 oder was immer ich habe. Mhm. Wenn es schnell gehen muss, greife ich immer in die 1. Selbst beim Magazinwechsel. Aber in der ersten Kampfpause, die ich habe, fülle ich wieder auf. Erst die 1, dann die 2, dann die 3 und das, was halt noch über ist. Sehr gut. Beim Magazinwechsel ist das genau das Gleiche. Ich schieße meine Magazine so, wie es jetzt taktisch notwendig ist, leer. Und in der Kampfpause mache ich jetzt aus drei kleinen Magazinen wieder ein 30er. Oder wie zum Beispiel. Also der Rosi meint im sportlichen Bereich während der Sicherheitspause. Nicht während der Kampfpause. Richtig, ich bin da hier sportlich unterwegs. Oder während der Drückjagdsaison. Die 30er voll machen, genau, hundertprozentig. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Gut, okay, dann machen wir mal Fertigladen. Okay, ich mach's vor, ihr macht's dann ein paar Mal nach und dann wollen wir sehen, dass wir da ein bisschen in die Handhabung Sicherheit reinkommen. Nochmal entscheidend, auch wenn ich das jetzt sage, so ist es richtig, muss ich akzeptieren als Ausbilder, dass das noch anderes richtig ist. Aber ich möchte, dass ihr auch diesen Schritt geht, so zum Profitum. Und das heißt für uns, das, was ich mache, ist auf jeden Fall richtig. Das andere ist auch richtig. Aber um euch zu korrigieren, damit kann ich gleich sehen, wo ist euer Stresslevel. Wenn ihr das jetzt nicht versteht, ist er noch zu tief. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter was dran machen. However, ihr macht das genauso nach, wie ich es vormache. Und ich akzeptiere, aber nicht heute für euch, dass es noch ein anderes richtig gibt. Augengehörschutz. Wir erinnern uns nochmal, bevor ich anfange, an den AR-Griff. Wir haben verschiedene Systeme jetzt hier auch gerade aktuell. Der Basis-AR-Griff, um den Verschluss nach hinten zu bringen, ist, ich nehme die Kanone vor mir auf den Bauch, ich ziehe den Durchladehebel, drücke auf den Pedal und schließe. Das ist der Hauptgriff. Wenn ich jetzt ein moderneres System habe oder ein dienstliches, wie bei diesem Modell, da gehe ich ganz einfach hin nach hinten und schiebe den Finger unter den Verschlusshandhebel und schließe. Einige andere, da muss man halt dann irgendwas nach oben drücken. Das ist alles auch brauchbar. Das ist halt, ich sag mal jetzt so, das High-End-Gerät.
nach jetzigem Stand. Vielleicht lassen Sie sich später noch was einfallen. Du hast einen Verschlussfanghebel auf der rechten Seite. Du auch. Das heißt, hier jetzt, heute, ich zeige es nochmal für alle anderen AR-Besitzer, AR-Griff, Waffe vor den Bauch, Pedal drücken, arretieren, dann ist der Verschluss hinten. Für uns einfach in die Arbeitshöhe und arretieren. Gut. Fertig laden. Ich nehme die Waffe wieder nach oben. Ich greife das Magazin richtig, führe es ein, schließe, schaue wieder rein, rechts, links oder zweite Ladekontrolle, kleines Stück zurück. Da muss ich allerdings aufpassen, wenn Sie jetzt ganz, ganz stark, ich versuche das mal zu simulieren, ganz, ganz stark verschmutzt ist, dann kann das mal sein, dass sie nicht richtig verriegelt ist. Auch das ist nicht schlimm. Nicht gegenschlagen, kommen wir aber später nochmal zu, sondern gegendrücken. Gut. Entladen. Wir nehmen das Magazin aus der Waffe. Magazin in die Kniekehle. Patrone auffangen. Arretieren. Check 1, Check 2. Wichtig, Check 1, Check 2. Falls das Magazin noch drin ist, spätestens jetzt stellen wir fest, Magazin ist noch drin. Menschen machen Fehler. Einige können wir uns erlauben, einige nicht. Ist das Magazin noch drin, nehmen wir es halt raus. Soll die Patrone runtergefallen sein, erst Check 1, Check 2. Dann nehmen wir die Patrone auf, stellen uns gemütlich hin und arretieren. Nochmal für euch die Übung. Schaut ins Magazin, die oberste Patrone ist rechts. Am Anfang laut reden, später einfach so, wie ich das mache, identifizieren, rechts, rein, schließen, links. Entladen, Kniekehle, Patrone auffangen, schließen, Check 1, Check 2. Für euch nochmal von der anderen Seite. Waffe fertig laden, rechts, links. Entladen. Check 1, Check 2. Das war's schon. Hier passieren jetzt gerade noch zwei Dinge, die du jetzt nicht erwähnt hast, weil sie schon bei dir in Fleisch und Blut übergangen sind, aber sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das eine ist, nimm mal dein Magazin, so wie du es nachladen würdest, in die Hand. Das war einer meiner Dinge, wo wir heute Morgen angefangen haben, wo du gesagt hast, nimm den kleinen Finger unter das Magazin, dass du vielleicht mal kurz sagst, warum das von Vorteil ist, wenn man den Griff so macht und nicht einfach so in die Hand nimmt. Sehr guter Hinweis. Also, ich habe den kleinen Finger immer unter, den Magazingriff, damit ich auch genügend Kraft habe zum Reinstecken. Zweite Sache, wenn ich jetzt das Magazin in die Hand nehme und ich greife zu früh, zu hoch, vielmehr, dann kriege ich es nicht rein, dann muss ich wieder umgreifen. Dabei fällt natürlich dann auch das Magazin runter. Ich bin immer weit genug weg. Und später, wenn ich jetzt einen Magazinwechsel zum Beispiel durchführe, ist das natürlich auch viel, viel einfacher. Eins, zwei. Also das hat einige Gründe, warum man das machen kann. Nochmal, es gibt anderes richtig. Einige haben hier Riffeln und da hat man auch mehr Kraft dran. Das ist alles möglich. Das funktioniert halt bei egal welcher Art von Magazin. Und da geht es wieder ums Muskelgedächtnis. Genau. Genau. Schließt sich eigentlich immer die Grundsätze einhalten im Training, wie als Ausbilder. Dann kann man die Männer ziemlich schnell auch auf Stand bringen, Und das Zweite war, was auch ganz wichtig ist, wenn du den Check nochmal machst. Du führst ein, bringst die Patronen ins Patronenlager und dann nimmst du das Magazin hier nochmal raus. Und dann steckst du es wieder rein. Gut, habe ich zwar erklärt, aber hast du gesagt? Ja, natürlich. Dass du es nochmal dran ziehst? Ich habe sogar, nee, das zieh nicht. Aber siehst du? Gut. Sehr gut. Also, ich fange nochmal an. Oberste Patrone ist rechts. Ja. Ich führe ein. Genau. Ich schließe. Genau. Zieh nochmal raus. Jetzt ist sie links. So, und was das immer dazu gehört, ich mache es tatsächlich automatisch. Einmal dran ziehen, wenn jetzt das Magazin nicht richtig eingerastet ist, so wie in diesem Falle, ich versuche das mal, dass das rausfällt. Dann kann das sein, dass das rausfällt. Das heißt, im scharfen Schuss mache ich einen Schuss, dann ist das Magazin raus oder steckt noch und dann gibt es einen Klick. Ja. Kommen wir bei den Störungsbeseitigungen noch zu. Check. Na, deswegen immer aufpassen, dass wirklich das Magazin wirklich eingerastet ist. Also zum Reinstecken gehört das dran ziehen. Sehr gut. Super. Danke für den Hinweis. Ja, aber ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie du gezogen hast. Dein Automatismus war da, aber die Leute wissen es halt nicht. Deswegen. Nee, nein, war super. Völlig korrekt. Danke. Cool. Okay, stell dich auf. Waffe fertig laden. Arbeitshöhe, Magazin richtig greifen,
Vorher schauen, wo ist die oberste Patrone? Rechts, Entschuldigung. Links. Gut, vollständigkeitshalber nochmal die Ladekontrolle, zweite Version, die wir immer machen können. Kleines Stück nach hinten, loslassen. Sehr gut. Waffe entladen, Magazin entnehmen, Kniekehle. Geschosse zeigen nach vorne, richtig. Nein. Falsche Hand. Genau. So. Hinten arretieren. Check 1, Patronenlager, Check 2, Magazinschacht. Soll ich nochmal zeigen oder ist drin? Ist drin, glaube ich. Okay. Ja. Waffe, fertig laden. Kleiner Finger. Links. Waffe entladen. Kniekehle. Kammergriff, dass wir die Patrone auffangen und mit rechts ziehen. Ja, doch. AR-Griff. Check 1, Check 2. Sehr gut. Okay. Habt ihr dazu Fragen? Nö, ich denke, das ist klar. Das ist Übung, Routine, mehrfach machen. Gut. Fangen wir an mit der ersten Übung, und zwar Magazinwechsel. Ja. Na, wir haben zwei Magazine, die wir jetzt für die Übung benötigen. Das heißt, das Kommando ist, ihr geht wieder in die Low Ready, dann kommt HEP, Arbeitshöhe, das neue Magazin. Jetzt könnt ihr die 1 greifen, weil es schnell gehen soll. Dann ganz, ganz wichtig, hochgreifen. Dann wechseln wir den kurzen Weg, wegstecken und dann machen wir 3 Schuss. Ich zeige nochmal den Griff. Und das ist für euch entscheidend. Da wird viel, viel Unfug getrieben. L-Griff und sowas brauchen wir nicht bei AR-15. Bei AR-10 schon, das ist das Magazin zu groß. Aber hier können wir ganz, ganz einfach hochgreifen. Und ich sage immer, Patrone zur Optik. Wenn wir den kleinen Finger dazwischen machen, na, wenn ihr das mal so seht, da ist der Abstand, kann ich super einfach einen Magazinwechsel durchführen. Das machen wir, bevor wir gleich schießen. Das machen wir ein paar Mal trocken. 1, 2, ne? Rein und ziehen. 1, 2. Okay? Ja. So, fertig laden. Das ist nur die Vorübung. Links. Sehr gut. Und rechts? Rechts. Da muss auch reingucken. Ja. Tut mir leid, ich habe es gesehen. Rechts. Sehr gut. So, wieder die leichte Waffe. Magazin greifen. Richtig. Jetzt die oberste Patrone zur Optik. Jetzt rauslösen. Jetzt sind die Magazine so weit auseinander, dass ihr ganz einfach reinstecken könnt. Und wegstecken. Okay. Nochmal gemeinsam, Standby. Hep, leichte Waffe, Arbeitshöhe. Wir greifen zum Magazin. Schön hochgreifen. 1, 2. Und wegstecken. Okay. Mhm. Gutes Gefühl beide? Jo. Okay, ich mach's kurz vor. Wo habe ich denn so viele Magazine einstecken? Ist gar kein Platz mehr in meiner Dampf. Ja. Entschuldigung. War eine Steilvorlage, ich darf aber nichts sagen. So. Okay, kurz zuschauen. Stand by. Hep. Wir machen erst den Magazinwechsel. 1, 2. Stecken weg. Und dann 3 Schuss. Hep. Und wechseln. Wegstecken. Und wechseln. Okay, versucht da Ruhe reinzubringen in die Bewegung. Keine unnötige Bewegung machen, einfach stumpf abarbeiten. Gut, Fragen zur Übung? Gut. Stand by. Magazin wegstecken. Low ready.
Erst die leichte Waffe und gleichzeitig das Magazin greifen. Standby. Hep. Sehr gut. Beide wegstecken. Treff, treff, treff. No ready, wenn ihr durch seid. Hep. Ist eine schwere Waffe, ist keine leichte Waffe. Gut, ordne deine Magazine schnell. Wenn du kannst, steck sie zurück. Mhm. Ist bei mir leichter. Ich habe andere Magazintaschen. Stand by. Hup. Leichte Waffe ist die schwere Waffe. Das ist die schwere Waffe. Leichte Waffe war hier unter. Ah ja. Komm, und leichte Waffe. Ist egal, weg. Treff, treff, treff. Überprüf mal kurz deinen Stand. War alles so korrekt? Mhm. Schulterstütze an der richtigen Stelle? Hat gerade nicht gepasst, ne? Nee, überhaupt nicht. Versuch nochmal hinzukriegen, dass du wirklich den Index-Point, den wir erarbeitet haben, dass du den jetzt auch anwendest. Standby. Hep. Leichte Waffe. Fummel, fummel. Ich habe alles schon weggesteckt. Ja, ja. Ich mache nochmal ordentlich. Tim, auf dem Vorderfuß bleiben. So. Nur Martin. Hep. Leichte Waffe. Gut. Magazine ordnen. Stand by. Tief gegriffen. Genau. Martin, gut, dass du es selber gemerkt hast. Ja. Ne? Kleine Finger unter, kann das nicht passieren. Das passiert nur, wenn du halt zu hoch greifst, dann sind sie zusammen, kriegst du nicht rein. Ja. Gut gesehen, gut gemerkt. Letzter Durchgang, stand by. Vorderfuß gleichmäßig verteilen das Gewicht. Rechts, links gleichmäßig. Verschossen hier. Ja, weg, neues rein. Zwar erst nächstes Thema, aber egal. Hep. Sehr gut. Nicht gut. Ja, wenn schon, machen wir gleich zwei Fehler. Drei Schuss waren vier. Okay. Ja. Wir müssen einen richtigen Durchgang machen, sonst kriege ich eine Krise. So, macht euch fertig für die Übung. Fertig laden. Anschließend noch, du hast vier Magazine. Du hast vier Magazine. Du hast vier Magazine. Wo ist dein viertes? Da liegt's. Gut. So, einen fehlerfreien Durchgang und dann können wir weitermachen. Arbeitshöhe. Du hast gerade fertig geladen? Ja. Hast du vorher geguckt, links, rechts? Nein. Checken. Nee, jetzt kannst du das nicht mehr machen. Du machst die zweite Ladekontrolle. Den hier. Okay. So, einmal durchatmen. Beide. Leichte Waffe, richtiger Magazingriff. Wechseln, wegstecken. Und dreimal treffen. Stand by. Hup. Schön. Auch wieder selber korrigiert. Brauchte ich gar nicht ansprechen. Du hast gemerkt, dass du nach hinten gegangen bist. Merkt man schon am roten Punkt. Dann steht man nicht am Vorderfuß, dann steht man irgendwie. Sehr schön. Entladen, Sicherheit herstellen.
letzter Abschnitt ist der Nachladen. Das heißt, wir haben die Waffe leer geschossen. Auch wenn ich jetzt die Pistole habe, wir machen simuliert über 15 Meter. Das heißt, wir werden nur die Waffe klar machen, kein Wechseldrill, das machen wir später noch. Hier jetzt einfach so schnell wie möglich unser Gewehr nachladen. Dazu läuft die Übung wie folgt. Ganz normal fertig laden. Ich sag mal wie immer, rechts, links. Dann wird das Kommando kommen. Vorbereiten. Auf das Kommando vorbereiten. Bereiten wir uns immer auf die nächste Übung vor. In diesem Falle nehme ich jetzt das leere Magazin. Wechsel das, steck das weg. So, das heißt, für die Übung ist jetzt ein leeres Magazin in der Waffe. Eine Patrone im Patronenlager. Wir geben immer 3 Schuss ab. In diesem Falle auf Kommando HEP, erster Schuss, dann ist die Waffe leer, Magazin auswerfen, neues Magazin reinschließen und dann fehlen noch 2 Schüsse. So verstanden die Übung? Ja. Okay. Ich mache sie vor. Standby. Wir gehen in den Anschlag. HEP, raus, sichern. Magazin raus, Magazin rein, schließen und vorbereiten. Ich greife das leere Magazin, wechsle das schnell. Standby. Wir sind mitten im Feuerkampf, in der Übung. Hey. Raus, rein, schließen und treffen. Vorbereiten. Standby. Hopp. Raus, rein, schließen und treffen. Vorbereiten. Richtiger Magazingriff, was wir vorher schon hatten. Wegstecken. Standby. Hopp. Sichern. Raus. Neues Magazin greifen. Reinstecken. Schließen. Sauberer Griff wieder. Und abarbeiten. So, was ist wichtig? Training-Mindset. Auf keinen Fall schneller arbeiten, als dass ihr richtig handhaben könnt. Na, das heißt, ihr könnt das so wie hier zum Schluss so langsam. Das Einzige, was ihr nicht dürft, ist keine Zeit verschwenden. Als bei H von HEP habt ihr den ersten Treffer. Fragen? Ja. Jetzt sind wir ja darauf vorbereitet im Endeffekt. Wir wissen ja, wir haben einen Schuss, danach ist das Magazin leer. Du hast jetzt auch direkt quasi ausgeworfen. Ist das jetzt, weil du schon fühlst, dass der letzte Schuss gefallen ist? Oder guckst du, machst du normalerweise quasi, ich gehe mal gerade neben dich, machst du normalerweise, wenn du leer geschossen bist, klack und guckst dann ins Patronenlager und weißt dann, es ist leer? Wie wäre der? Also dazu muss man zwei Sachen sagen. Ich schieße halt sehr viel. Und der letzte Schuss, der fühlt sich anders an. Der fühlt sich anders an, genau, deswegen habe ich es angesprochen. Aber im High-Stress oder Todesangst oder im Wettkampfstress kann das sein, dass ihr das nicht spürt. Ja. Dann, wenn das der Fall ist, sichert ihr die Waffe, macht einen kurzen Check. Und dann schmeißt ihr raus, rein, schließt und trefft weiter. Also, wenn ihr es wisst, braucht ihr nicht reinschauen, wenn ihr es wisst. Wenn ihr es aber nicht wisst, dann ist es auf jeden Fall sicherer, nochmal reinzuschauen. Das ist richtig. Okay, check. Okay, gut. So, stellt euch auf. Fertig laden. Na, ich habe jetzt 2 leere eingesteckt. Na. Links. Arbeitshöhe. Rechts. Standby. Also vorbereiten erstmal. Das leere Magazin nehmen. Lass drin, das leere Magazin. Magazinwechsel. Klasse, sehr gut. Alles richtig gemacht. Standby. Ihr seid mitten im Wettkampf. In Anschlag gegen Zielen, Finger in Abzug. Zielen, entsichert natürlich. Hep. Sichern, sichern, sichern. Sichern. Ich bin gesichert. Okay. Rein. Schießen. Treffen. Okay. Kleinigkeit. War das gerade die leichte oder die schwere Waffe? Das war die schwere Waffe. Tu es nicht. Vorbereiten.
Arbeite immer mit der leichten Waffe. Genau. Standby. Ist alles richtig. Standby. Zielen, zielen, zielen. Zielen. Finger in Abzug. Das ist die Ausgangslage bei der Übung. Höp. Sichern. Raus. Leichte Waffe. Treffen. Vorbereiten. Sehr gut. Standby. Höp. Sichern, raus. Rein, schließen. Treff, treff. Übungsende, entladen, Sicherheit herstellen. So, was sagt ihr? Seid ihr vorbereitet auf die richtige Übung? Auf die richtige Übung? Ja, das war ja nur die Vorübung. Ich glaube, da könnten wir noch ein paar hundert Durchläufe machen, bis es richtig sitzt. Aber ja, die richtige Übung ist nicht so wild, nur dass ihr nicht wisst, wann verschossen ist. Das passiert dann irgendwann. Das ist eigentlich alles. Ja. Wollen wir es schon wagen? Können wir, denke ich, mal machen. Okay. Machen wir uns einmal fertig und dann treffen wir uns wieder hier. Jeder 4 Magazine a 4 Schuss. So, die Übung ist wie folgt. Ich mache für euch jetzt den Gehilfen. Mhm. Ich kommandiere dir die Anzahl der Schüsse. Du schießt, zum Beispiel Kommando ist 3, du machst 3 Schüsse, gehst runter. Ich kommandiere 5, dann schießt du. Aber du weißt jetzt am Anfang noch, wie viel Munition drin ist. Spätestens beim zweiten Durchlauf weißt du nicht mehr, wann die Waffe leer geschossen ist. Und für dich ist das so, du schießt einfach immer das, was ich dir kommandiert habe. Und mein Job ist, dass ich dir immer... Ist das deine Magazintasche 1? Das ist meine Magazintasche 1. Das ist mein Job. Ich werde dir immer das füllen. Wenn du am Schießen bist, werde ich das dir füllen. Und du machst immer den gleichen Griff. Nur, dass du nicht weißt, wann sie halt leer ist. Mhm. Verstanden, die erste Übung? Okay. Du kommst als zweites ran. Vor deine Scheibe. Fertig laden. Ja. So, low ready. Übung klar? Ja. Standby. Nee, bei der Übung gehen wir in die Low Ready. Standby. 3. Schön am Vorderfuß stehen. 3. Sichern. Leichte Waffe. 3. Ah, jetzt wird die Waffe nämlich richtig schwer. Richtig. 2. Checken. Leer. Gut. Entladen, Sicherheit herstellen. Leichte Waffe. Gut, was hast du selber zur Übung? Ja. Konntest du mitzählen überhaupt? Nee, keine Chance. Na, deswegen ist das so eine gute Übung. Die kostet wenig Geld und du hast einen guten Effekt. Was du jetzt festgestellt hast, ist, die leichte Waffe macht doch Sinn. Auf jeden Fall. Ja, also das ist Lernbeschmerz ist tatsächlich gut manchmal. Es ist nicht das Intelligenteste, aber es funktioniert. Ja, nee, klasse. Ja. Gut gemacht. Super, danke. So. Das war unser Video zu den Ladetätigkeiten. Ich habe wieder mal mit Schmerz festgestellt, wo meine Fehler sind, aber das ist tatsächlich eine coole Sache, gerade jetzt hier auch in dem Kurs, um das festzustellen. Und vielleicht ist es auch für euch so, wenn ihr das da draußen seht, dass ihr auch seht, ey Mensch, das sind Sachen, die ich auch mache. Einfach mal das Muskelgedächtnis trainieren, richtig lernen, langsam lernen und dann Geschwindigkeit aufbauen. Genau, gut zusammengefasst. Ne? Wir wollen einmal Muskelerinnerung aufbauen und der Bewusstsein ein bisschen programmieren. Das machen wir ja so und so schon. Wenn wir an das Autofahren denken, wir fahren mit dem Auto, wollen den vierten Gang schalten, wenn wir auf der Autobahn sind, ist schon drin.
Wie war das in der Fahrschule? War super kompliziert. Wir haben es immer richtig gemacht. Deswegen können wir das heute so fehlerfrei machen. Genau das gleiche mit der Schusswaffe. Wenn wir es einfach immer richtig machen, wird das irgendwann dort landen. Natürlich nicht morgen. Das ist kein Anspruch für uns. Aber irgendwann. Wenn wir es nicht richtig machen, wird das niemals dort sein. Es minimiert Fehler und steigert die Sicherheit. Genau. Perfekt. Schönes Schlusswort mal wieder. Hey, wir müssen mal diese ganzen Schlusswörter am Ende zusammenfassen, dann machen wir ein Buch draus und verkaufen das. Ja, wäre ja fast ein Thema, Buch. Wäre fast ein Thema. Rosi, sag mal, was ist denn mit Büchern? Da gibt's doch irgendwas, oder? Was willst du mir sagen damit? Mit dieser Frage habe ich gar nicht gerechnet. Ja, dann lass mal raus. Ja, also ich bin jetzt gerade dabei, weil ein Freund mich angehauen hat. Hier, Rosi, bevor du stirbst, sieh zu, dass das alles zu Papier kommt. Dass das Rosi ist nicht krank, keine Sorge. Nein, mir geht's gut. Aber irgendwann wird es ja soweit sein. Und damit das Fachwissen nicht einfach jetzt verpufft, hat er gesagt, hier, bring das zu Papier. Ich habe mich erst gewehrt, jetzt habe ich mich erweichen lassen. Ab jetzt, aber nur für Behörden, also vier Soldaten und Polizeibeamte, machen wir jetzt eine Reihe. Das erste Thema wird fertig sein zur Enforcetech 2023. Einsatzschütze mit Pistole. Und dann versuchen wir zu Weihnachten das nächste Thema, Einsatzschütze Sturmgewehr, was ja hier passt, noch hinzubekommen. Zeitlich ist ein bisschen ein Problem. Und dann noch ein bisschen taktisches, das Combat-Team, Urban und Open Terrain. Und dann natürlich für Sniper, das, was ja mein Hauptjob ist. Und ein anderer Freund hat gesagt, ja, wenn du sowas schon machst, dann wäre natürlich wichtig, dass wir es auch für die Jagd machen. Also habe ich mich da auch erweichen lassen, für die Jäger noch was zu machen. Und mein Herzensanliegen ist das Buch 1000 Tipps für Infanteristen. Das wird aber ein freies Buch sein, genau das wie für die Jäger. Mhm. Cool. Das liegt jetzt an. Bin mal gespannt. Also wenn da was fertig ist, machen wir mit Sicherheit gerne auch mal eine Buchbesprechung. Oha, ja. Alles klar, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, super. Super. Ja, dann sind wir jetzt aber wirklich fertig. Wie in jedem Video auch, schaut bitte einmal in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle unsere Sponsoren, natürlich auch am Anfang und Ende dieses Videos. Die machen diese ganze Serie hier überhaupt möglich. Unterstützt die. In diesem Sinne, freut euch aufs nächste Video. Da geht es nämlich an die Störungsbeseitigung. Und dann sehen wir uns da. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helikontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium.